Willkommen bei Mathe mit Rick, willkommen zu 50 Tage 50 Gleichungen, Tag 36. Heute nochmal eine kleine Wurzelgleichung. Viel Spaß! Tag 36 und die Gleichung lautet: Wurzel aus x² plus 5 minus x ist gleich 2. Okay, wir sehen, wir haben wieder ein x unter der Wurzel stehen. Wir schauen uns zunächst wieder Typ und Tool an. Und wenn wir ein x unter der Wurzel zu stehen haben, ist das zumeist eine Wurzelgleichung. Wurzelgleichungen löst du, indem du zunächst die Wurzel isolierst. Wir wollen die Wurzel isolieren, dann wollen wir quadrieren und am Ende noch die Probe machen. Probe ist hier sehr, sehr wichtig, weil durch das Quadrieren manchmal eine zusätzliche Lösung entsteht, die gar nicht wirklich eine Lösung ist und die müssen wir entlarven. Wurzel isolieren bedeutet, wir wollen, dass die Wurzel alleine steht. Also das hier, Wurzel aus x² plus 5, das soll allein auf einer Seite stehen. Und was hängt da noch dran? Bis jetzt noch minus x. Und das wollen wir wegbekommen. Deswegen rechnen wir jetzt im ersten Schritt auf beiden Seiten der Gleichung plus x. Ja, um x auf die rechte Seite der Gleichung zu bekommen. Dann bekommen wir Wurzel aus x² plus 5 ist gleich 2 plus x, beziehungsweise ich schreibe einfach mal x plus 2. Okay, Wurzel ist jetzt isoliert, haben wir geschafft. Bam. Warum? Weil Wurzel aus x² plus 5 alleine steht. Die Wurzel ist isoliert, deswegen können wir jetzt auf beiden Seiten der Gleichung schön quadrieren. Dann steht links noch folgender Ausdruck, x² plus 5 und rechts in Klammern x plus 2 zum Quadrat. Okay. X plus 2 zum Quadrat können wir noch anders schreiben. Da schreiben wir nämlich stattdessen x² plus 4x plus 4. Das geht, indem wir Binomi anwenden, eine binomische Formel. Und jetzt sehen wir, dass auf beiden Seiten der Gleichung noch x² steht. Das können wir auf jeden Fall rüberschmeißen. Da müssen wir sie rausrechnen. Da rechnen wir minus x² und dann auf beiden Seiten noch minus 5. Und dann bekommen wir 0 ist gleich x² fliegt weg. 4x minus 1. Jetzt rechnen wir auf beiden Seiten noch plus 1 und durch 4. Ja, plus 1 und durch 4, dann steht da 1 ist gleich 4x. Teilen durch 4 und bekommen wir x ist gleich 1/4. Ja, das ist jetzt hier unsere Lösung. X gleich 1/4. Ja. Okay, quadriert haben wir also auch, haben eine neue Gleichung bekommen, haben die gelöst und kommen auf 1/4. Weil es noch wichtig ist, die Probe. Und die machen wir jetzt. Dazu schauen wir uns die Gleichung nochmal an hier oben, die Ausgangsgleichung. Probe machen wir jetzt, setzen jetzt 1/4 ein. Bekommen wir 1/4 zum Quadrat, ist 1/16. Jetzt rechne ich nicht plus 5, sondern ich rechne plus, erweitere jetzt gleich mit 16, sind 60 Sechzehntel. Und gleich erweitert. 5, ziehe die Wurzel und ziehe dann noch 1/4 ab. Joa. Da habe ich 81/16, da ist die Wurzel. 81, Wurzel aus 81 ist 9. Wurzel aus 16 ist 4. Dann habe ich minus 1/4 ist dann gleich 8/4 und das ist dann gleich 2. Das ist ja prima. Das ist nämlich genau die gleiche 2, die auch hier oben steht. Und damit wissen wir, dass 1/4 hier eine Lösung ist. Ne? Probe ist positiv, 1/4 ist Lösung. Ja? Es ist also wichtig, die Wurzel zunächst zu isolieren und dann zu quadrieren. Meistens kriegst du einen neuen Gleichungstypen, den du wieder lösen kannst. Am Ende dieser ganzen Lösung, das heißt, wenn du eine Lösung schon hast, ist es total wichtig, die Probe durchzuführen. Üb das gern an folgendem Beispiel. Wo sind wir denn? Ah ja. Wurzel aus 16 plus 4x minus x minus 1 ist gleich 0. Und die Probe machen nicht vergessen. Lösung siehst du im Video von Tag 37, da sehen wir uns wieder. Lass es dir gut gehen, bis dann, ciao und tschüss. Dein Rick.